Hi Leute, sorry, dass so lange keine Videos kamen, aber jetzt kommen in der nächsten Zeit wieder ein paar mehr. Aber ich hatte ein bisschen was zu tun. Und ja, da seht ihr auch schon wieder Meile. Ihr habt ja jetzt ein bisschen länger nicht gesehen, nur mein kleiner Spazier. Ja. Ja, dann wollten wir erstmal rausgehen. Ich habe mir meine Schuhe angezogen, damit er draußen nochmal pullern kann. Auch wenn das meistens unwahrscheinlich ist, dass er draußen pullern geht. Aber ja. So, dann komm mal mit, Meile. Komm. Nicke. Ja, dann kommt er auch immer schon. Und ja. Also, er geht dann immer da ein bisschen lang. Er weiß immer selber nicht, was er vorhat, deswegen ja. Da ist er dann, haben wir ein bisschen Run gemacht. Ja, da sollte er eigentlich zu mir rennen, aber ja. Ihr seht ja, was draus geworden ist. Er ist nicht so richtig zu mir gerannt. Und ja, also Leute, wie gesagt, das tut mir leid, dass so lange keine Videos mehr kamen. Es kommen jetzt in der nächsten Zeit öfters Videos. Und ja. Gestern waren wir Fahrradfahren mit dem kleinen Spatz und dann hat er keine Lust mehr zu laufen. Dann habe ich ihn in seine, habe ich ihn mal in den Korb getan, wo er immer reinkommt, wenn er nicht mehr laufen mag. Und dann kam er auf die glorreiche Idee, einfach rauszuspringen. Bei einer Straße, also jetzt nicht, wo Autos lang waren, also schon davon aus lang, da war zum Glück keins. Er hat eine Rolle gemacht, also er hat sich zum Glück nicht verletzt. Aber er hat, ein bisschen seine Lippe wehgetan. Also seine Lippe hat ein bisschen geblutet, aber es ist ja normal, weil wenn du auf die Lippe fällst, blutet deine Lippe ja auch. Aber er hat auch nicht gequiekt oder so, also es tat ihm jetzt nicht gerade doll weh. Ich kann euch nochmal Dings hier nachher Bilder einfügen, wenn ihr wollt. Und ja, uns würde es auch sehr unterstützen, wenn ihr das Video liken würdet. Oder uns vielleicht auch sogar folgen könntet, aber folgen und liken müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt aber, und ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und ja, dann wollten wir auch schon wieder reingehen, ne Meile? Und drin wollte ich dann mit ihm nochmal kurz ein bisschen Tricks machen, dazu wollte ich mir dann ein paar Leckerlis erstmal nehmen. Weil, also er kann mittlerweile schon viele Tricks, er kann Sitz, Platz, Bleib. Rolle und Peng, also wenn du diese Pistole zeigst, dann legt er sich hin. Aber jetzt hat er sich ja an der Lippe ein bisschen verletzt und dann wollte ich das noch nicht gleich von ihm wieder verlangen. Deswegen haben wir nur Sitz, Platz, Bleib und Gib Pfote gemacht. Und manchmal verwechselt er noch Sitz und Platz, das finde ich immer ein bisschen süß. Aber heute hat er es nicht gemacht. Ja, immer dann, wenn man die Kamera hat, macht der Hund es richtig. Und ja, also gefressen hat er heute noch nicht. Das muss er dann nachher noch nachholen, ne Bibel? Ja, da habe ich mir ein paar Leckerlis rausgeschnappt. Ja. Und dann habe ich mir halt 4 Leckerlis rausgenommen. Und dann wollten wir ein bisschen tricksen, ne Miley Piley? Ja, das ist immer so der Spitzname, den ich ihm gebe. Da habe ich auch 4 Leckerlis gehabt. Natürlich für dich die nicht alle. Aber lieber zu viel als zu wenig. Ne? Und ja, er hat sich dann auch ein bisschen gefreut. Naja. Ja, also ihr seht dann ja hier die Tricks. Ein bisschen Sitz und so. Ja, da ist er wieder aufgestanden. Was er eigentlich nicht sollte, aber egal. Sollte er mir die Pfote geben, aber er war heute ein bisschen hyperaktiv und konnte es nicht im Sitz. Und ja, jetzt habe ich das Leckerli natürlich extra so einmal halbiert. Dann braucht er nicht das ganze Essen. Ja, er denkt sich nur so, oh nein, wie oh nein. Und ja. Dann sollte er nochmal Platz machen. Bisschen. Dann wollte ich ihm das auf die Pfote legen. Genau. Und dann habe ich ihm nachher natürlich auch das Okay gegeben, dass das von der Pfote runternehmen darf. Ja, seht ihr. Ihr hört es nicht. Und ja, so lange geht es dann auch nicht mehr. Aber ein bisschen haben wir noch. Und ja, ihr seht dann natürlich gleich noch den, wie seine Lippe dann nachher aussah. Und ja. Sagen ciao. Ja, dann würde ich sagen, ciao.